Jahrzehntelang ahnte niemand, dass diese historischen Aufnahmen existieren. Sie zeigen den Alltag in der Landeshauptstadt Anfang des vorigen Jahrhunderts. Vermutlich wurden sie von einem örtlichen Kinobesitzer gefilmt. Hier die Reichsstraße mit dem alten Bahnhof im Hintergrund. So sieht die Szenerie heute aus. Vieles hat sich verändert. Der Fund des historischen Materials war reine Glückssache. Ein Wissenschaftler der Universität Trier erkannte das Rathaus auf Filmsequenzen aus einem Londoner Archiv. Heute verkehrt hier die Saarbahn. Von der Ruhe und Gelassenheit der Jahrhundertwende ist nichts mehr zu spüren. Der St. Johanner Markt, von jeher ein Treffpunkt der Saarbrücker. Reges Treiben herrschte auch damals schon. Und seit der Brunnen wieder an seinem ursprünglichen Ort steht, ist der Platz ähnlich attraktiv wie vor 100 Jahren. Gut 5 Minuten lang kann man im historischen Saarbrücken bummeln. Ohne Autos, Abgase und Lärm. Eine faszinierende Zeitreise.